Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück bei den sich beschwerenden Mitarbeitern hier bei Haubi Arts, bei Mad Games Tycoon. Die wollen schon wieder mehr Toiletten haben. Ich verstehe es gar nicht. Es ist niemand auf der Toilette, aber sie wollen unbedingt noch eine mehr. Ja, wie sie auf das schmale Brett kommen, ich habe keine Ahnung. Aber sie haben halt bestimmt wieder recht, ne? Definitiv. Unsere Mitarbeiter haben ja immer recht. Deswegen, alles ist gut. Alles ist gut. So. Hier wird schon wieder Pause gemacht. Ja. Genau. Wird ein Schluck aus der Pulle genommen hier, ne? Haben wir keine Wasserspender davon, oder was? Dass der da einmal quer durch den ganzen Laden latschen muss. Ins Chefbüro auch noch. Naja, was soll's. Regen wir uns nicht auf. Bringt ja nichts. Sound noch verbessern für Dr. Earnhardts Haus. Grafik können wir leider nicht mehr verbessern, gell? Nein. Wir haben die 3D-Engine rausgenommen, wir haben die Sprites draußen, heißt diese Optionen stehen nicht mehr zur Verfügung. Können wir dann nicht ins Spiel implementieren, heißt aber auch in der Folge, dass unsere Grafikwertung hier nicht so hoch sein wird. Man merkt es auch, die Grafik ist ziemlich gut hinten dran im Vergleich zum Sound. Also ich bezweifle gerade, dass das vielleicht doch irgendwie eine 80er-Wertung werden wird. So, Entwickler unterstützen bitte, mein guter Yin. Also da habe ich meine Zweifel, dass wir uns damit einen Gefallen tun, aber naja, na gut. Anderes Thema. So, Bayern Universalis braucht mal wieder ein Update. Wir schieben 250.000 oder 260.000 sogar nochmal nach. Und hoffen, dass noch was geht, Leute. So, Updates sind drin, oder? Ja, machen wir noch Level Design oder vorbei. Lohnt sich das? Ja, komm, was soll's. Packen wir die Levels noch rein, ne? Die sind gar nicht so schnell, ich merke schon. Wenn die Profis nicht mitarbeiten, dann schleppt sich das Ganze hier so ein bisschen. Es sieht mal stark danach aus, dass das so ist. Ich muss wahrscheinlich hier nochmal unterstützen, glaube ich. Neue Forschung, interaktiver Film. Oh, jetzt wird es dann interessant. Neue Plattform, Commander Game System. Weißt was, ihr unterstützt hier bitte auch. Ne, dann geht ja doch noch was am Ende, ich sehe schon. Dann können wir das hier abbrechen, dann geht der Yin hier rüber in die Forschung und hilft dem armen Wolf. Und ja, jetzt hört er mal mit euren Toiletten auf, du echt. Ihr spinnt ja. Höhere Spiellänge bei Bayern Universalis, ja, mhm. Ist schon recht. Läuft. ist schon recht. Passt. Kann ich, also nee, Spielberichte kann ich nicht anschauen, wenn dieser Raum hier belegt ist, was alle eigentlich auch ein bisschen blödsinnig ist. Dass ich die Spielberichte nicht anschauen kann, bloß weil hier gerade gearbeitet wird. Aber, na gut. Was ist hier? Der Marco Lurch gönnt sich ein kleiner Snack, der hat recht. Der Marco Lurch in den Frauenklamotten, ne? Okay, das war gemein, ich weiß. Das war gemein. Das habe ja ich verbockt. Ja, ich weiß, ich bekenne mich schuldig. Ich habe das damals verbockt. Habe ich nicht aufgepasst. Ah, Leute. Komm, wir machen mal ein kleines Angebot. Wir gehen mal auf 30 runter. Bei Bayern Universalis. Wir produzieren nochmal. Ja, nochmal 50.000. Ja, wir haben 5 Millionen schon verdient mit dem Ding. Ist doch okay. Wie sieht es mit der Zweitvermarktung aus? Was geht noch so? Oh, der Lavi Manager 3.0. Komm. Zweitvermarktung, klar. Schwarz-Weiß-Anleitung, 15 Dollar. Oder machen wir 13 Dollar? Da machen wir nochmal 50.000 Stück. Zack. Da bleibt doch nochmal was hängen, ne? Der Nachfolger, genau. Zweitvermarktung. Ja, schau mal, das wird ja, Alter, das ist ja unglaublich. Wir verkaufen den Scheiß sogar nochmal richtig gut. Unglaublich. So, ihr bitte jetzt Bugs entfernen. Es sind fast 300 Bugs drin, hallo? Haben sie sich wieder angestrengt, die Herrschaften. So, und die Musiks. Die Musiks sind auch schon fertig. Die Musikus, die Musikanten. Ja, ich warte momentan noch kurz. Schauen, wie sich das hier entwickelt. Wir wissen ja, Zweitvermarktungen sind in der Regel nur Kurzläufer. Oh, Konsolenforschung ist fertig.
Dann bitte interaktiver Film freischalten, was bedeutet, wir kriegen auch dieses Motion Capturing, ne? Studio müsste dann freigeschaltet werden. Schulung ist abgeschlossen. Der Luca, ja, der macht sich langsam, gell? Der macht sich langsam. Mach mal hier den Programmierkurs bitte fertig. Nächste Kollege ist fertig, das siehst. Ja, dann darfst du hier den Programmierkurs fertig machen. Ja, wird doch, wird doch, wird doch, wird doch. 76%. Ne, 76%. Jetzt, wenn die Profis alle mitarbeiten, dann geht was. Und die Bugs, ja, ein Drittel ist schon erledigt. Die Herrschaften sind auch gleich fertig. Ich gehe mal wieder ein bisschen nach oben mit der Geschwindigkeit. Ja, der nächste Umzug in greifbarer Nähe, ne? Definitiv. In greifbarer Nähe. Hollywood ist rausgekommen von Punchy. Also, interaktiver Film wurde erforscht. Heißt, jetzt gibt es das MoCap Studio. Motion Capturing. Und genau, jetzt können wir den Blödsinn hier noch erforschen. Animationsstufe 1. Brauchen wir auch wieder gute Leute. Im Motion Capturing Studio heißt aber auch, wir müssen definitiv umziehen, weil da ist der Laden hier viel zu klein. Ja, gefühlt sind wir eigentlich erst vor kurzem eingezogen und trotzdem reicht die Bude nicht aus. Das geht so schnell. Ein Umzugsunternehmen wäre alleine an uns reich geworden, habe ich so den Eindruck. Filmaufnahmen, Stufe 1. So, das Ding ist gleich fertig, Leute. Die Bugs sind gleich draußen. Bugs sind draußen. Bugs sind abgeschlossen. Spiel abschließen. Dr. Earnhardts Haus. Und wir drücken drauf, Leute. Natürlich, keine neuen Rekorde. Ist logisch. Sollen wir selbst publishen? Oder sollen wir... Ja, wisst ihr was? Wir suchen einen. Ich habe keine Lust, selbst zu publishen. Wir suchen uns irgendeinen. Dann können wir das mit der Marktstärke auch mal ausprobieren. Bestes sind 2 Sterne. Okay. Jetzt brauchen wir bloß noch eine mit Rollenspiel. Rollenspiel 1 Stern. Strategie 1 Stern. Echtzeitstrategie 2 Stern. Das ist ja bitter. Moment mal, nach Marktstärke sortieren. Okay. Wir haben mit dem Rollenspiel haben wir keinen mit 2 Sternen Marktstärke. Aber dann nehmen wir Nanko. Da haben wir 6 Dollar und 2 Sterne. Komm, das probieren wir aus. Nur mal zum Ausprobieren. So, was kommt? Komm, bisschen. Das Gameplay. Ja, es waren schon... Wir haben schon gespart. Ja, wir haben schon gespart. Wir haben einige Features raus. Ja, muss man so fair sein und sagen, natürlich, wir haben einige Features raus. So macht Spielen Spaß ohne Ende, ja. Gameplay durchschnittlich. Ja, da werden wir nicht reich werden, Leute. Dr. Earnhardts Haus, da werden wir nicht reich werden, aber zumindest ein bisschen was, ne? Also ihr macht den nächsten Spielbericht, bitte. Dr. Earnhardts Haus. Und ihr macht bitte das nächste Update für Bayern Universalis, beziehungsweise im Moment Sounds, Grafik, Sicherheit, genau. Läuft, so, ihr produziert bitte nochmal 25.000 Lavi Manager. Das schon mal 26.000 Stück verkauft im ersten Moment. Wir verkriegen mal 6 Dollar, ne? Naja, besser als nix. Und Bayern Universalis nochmal 50.000. Raus damit! Okay, Bayern-Update ist da. Dann ihr bitte wieder Auftragsarbeit machen. Und die Forschung ist fertig. Und ach, jetzt hört doch mal mit den blöden Toiletten auf, Mensch. Diese blöden Toiletten, als gäbe es nichts anderes. Als gäbe es nichts Wichtigeres als diese depperten Toiletten. Aber ganz ehrlich, kann doch nicht sein. Oh, der Lavi Manager ist schon wieder etwas ausverkauft, oder? Nee. Ah, na, okay, ich sehe gerade, das sind noch die offenen Bestellungen der Vorwoche. Jetzt, ja, ich habe mich verschaut. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Boah, krass.
damit mit der Zweitvermarktung nochmal 1,3 Millionen verdient. Ist das übel. Ja, ist das übel. Also ich merke schon, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt sich das mit dem Publisher gar nicht mehr, denke ich. Das lohnt sich nicht mehr. Ja, warten wir mal kurz, was der Lavi noch macht. Unser Lavi-Manager. Nächste Forschung. Filmaufnahmen Stufe 2, bitte. So, gleich ist soweit. Nächstes Update bitte für Dr. Earnhardts Haus, Story, Levels und Objekte. Neue Forschung, isometrische 2D-Engine. Okay, wir sind schon wieder ausverkauft. Das glaube ich nicht. Wir sind schon wieder ausverkauft. Spielbericht ist fertig, jawohl. Okay, wir können keinen neuen mehr machen, dann schauen wir uns die Spielberichte mal an. Also, Bayern Universalis. Oh. Gameplay haben wir getroffen. Okay, also Gameplay passt schon mal. Das war der erste Strategietitel von uns, gell? Ja, also, passt. Rollenspiel, was haben wir? Gameplay haben wir getroffen. Zielgruppe passt. Einstellungen sind in Ordnung, also auch hier machen wir den Haken hin. Läuft. Ja, dann macht ihr wieder weiter hier mit Game Design, ne? War das, glaube ich. Ja, Spieledesign. Ja, bei den Jungs lohnt sich das gar nicht mehr. Hier beim Paul, genau, beim Paul müssen wir noch was machen. Du machst auch Spieledesign, bitte. Oh, Leute. Das ist ja langsam richtig Stress, richtig Arbeit. Forschung schon wieder fertig, aber jetzt holen wir uns das Feature, das neue, die 2D-Engine. Mensch, wir müssen hier jetzt langsam mal ein bisschen Geld verdienen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, dass wir da mit Gewinn rauskommen bei Dr. Earnhardt. Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Es kann gut sein, dass das für uns ein Draufzahlgeschäft wird. Wenn wir das selbst gepublished hätten, hätten wir vielleicht noch ein bisschen... Ja, ich glaube, das wird echt ein Draufzahlgeschäft. Wenn wir das selbst gepublished hätten, dann wäre vielleicht noch was gegangen, aber... Naja, hätte, hätte und so, gell? Hätte, hätte, Fahrradkette. Meine Herren. Da müssen wir jetzt die ganzen Engines auch wieder updaten, ne? Sobald hier dieses Feature draußen ist. Einige Fans hätten sich mehr Funktionen gewünscht. Bei Bayern Universalis, na gut. Können wir nochmal eine Zweitvermarktung machen? Star Driver, ne? Ist schon, nee, das ist 5 Jahre alt. Hier der Lavi 3.5, der wird mit Sicherheit auch nochmal gut Geld bringen. Oder ein Spielebundle. Mensch, Spielebundle, das ist doch bestimmt interessant. Hasenball, na klar. Hasenball und Lavi 2.0 und Chemiebaukasten. Jetzt brennt's. 5 Sterne Bundle. Money. Money die erste, so nennen wir es. Genau, zack. Wir legen schwarz-weiß Anleitungen dazu und verlangen 15 Dollar. Ja, wisst ihr was? Ich bin halt gut drauf. Wir machen 10 Dollar. Super Preis, oder? Super Preis. 10 Dollar, 3 Spiele. Da kann man nichts sagen. Da kann man nicht meckern. Willkommen in der Softwarepyramide. Machen wir nochmal einen kleinen Messestand, ne? Für Bayern Universalis, weil Dr. Earnhardt, nee, das hat's nicht gebracht. Also für Bayern Universalis nochmal 5000 Fans, 81.000 Fans. Inzwischen bei uns. Das ist ja richtig fett. So, jetzt könnt ihr hier Engines updaten. Die Think-Haube. Neues Feature rein. 55.000. Draufdrücken, auf geht's. Die haben wieder nichts zu tun, gell? Ja, schau mal hier. Macht dann noch Animationsstufe 3, bitte. Oh, das Money verkauft sich sogar ein bisschen, ne? Interessant. So, das Seas macht ein...
Game Design, Spieledesign, Schulungspaket, was hätten wir hier? Der Frederik ist auch schon fast fertig mit dem Spieledesign, gell? Ja. Der Forscher, ja, weißt du was, dann machst du nochmal den Programmierkurs und dann bist du, denke ich, auf dem Maximum bei diesen zwei Levels, genau. Was haben wir hier? Der Luca ist auch gleich erledigt. Oh, viele Fans sind zufrieden mit Bern Universalis, jawohl. Engine ist fertig. Nächste Engine, das ist Shepard hier bloß noch. Ich bin hier nur noch am Klicken. Ich mache nichts anderes mehr, außer hier mir einen wegzuklicken. Ja, du machst noch eine Grafikschulung. Oder machst Musikschulung erstmal, genau. Okay, also bei Money sind wir im Plus. Bei Dr. Earnhardt sind wir jetzt bei 700.000 Minus. Das ist nicht sehr heroisch, aber immerhin. Und Lavi Manager ist schon wieder leer. Das glaube ich ja gar nicht. Unser Bundle kommt nochmal 10.000. Weg damit. Die Deppen kaufen den Scheiß sogar noch. Wer hätte das gedacht? Ja, und die Forschung, jetzt letztes Paket aus der Forschung, dann ist da auch nichts mehr, ne? Dann ist die Forschung auch schon wieder erledigt. Und die Burschen langweilen sich. Ja, die haben alle nichts zu tun. Ah, Mann. Ich glaube, wir müssen doch bald umziehen und etwas kleinere Entwicklerstudios machen. Ja, irgendwie so wird's laufen wahrscheinlich, ne? Dann kann ich mir dann auch die Auftragsarbeit sparen in diesem Zusammenhang. Ja, Bayern Universalis sollten wir nochmal... Ja, komm, nochmal 25.000. Was macht Dr. Earnhardt? Verkaufszahlen? Ja doch, okay, also wir machen bei Dr. Earnhardt doch Gewinn. Ich war am Anfang etwas skeptisch, aber wir machen, glaube ich, noch gut Gewinn. Nächste Engine fertig. Mensch, das geht ja fluxi-luxi hier. Arcade Engine. Auf geht's. Ja, ich klicke da schon wieder wie ein Weltmeister, ich weiß. Ah, bei Money geht jetzt schon der Verkauf ein bisschen zurück. Aber selbst hier haben wir nochmal mit nichts, eigentlich mit Dreck, nochmal 300.000 verdient. So, und die Forscher sind jetzt wieder arbeitslos bei uns. Genau, sehr gut. Die Forscher haben wieder nichts zu forschen. Die langweilen sich schon wieder. Oh Mann. Ja, ich muss mehr produzieren. Der Lavi ist ausverkauft, 25.000. Money ist ausverkauft. Mach ich auch nochmal 10.000. Und wisst ihr was? Komm, ein kurzes Update für Ernie. Für Dr. Earnhardt. Ihr seid ja zum Glück so relativ schnell. Ihr seid ja von der flotten Truppe hier, ne? Ich habe schon lange nicht mehr geschaut, ob es neue Stars gibt. Oh, gibt's sogar. Sehr schön. Ja, da muss ich mal eine Bewerbungsliste mit euch holen. Was haben wir denn hier noch? Ah, da hätten wir noch einen. Mädchen für alles, ne? Hat er sich beworben. Der Tilmar, genau. Also, wird auch gleich eingestellt. Darfst du hier mit rein? Personal. Zack. So. Tilmar. Mädchen für alles. Willkommen bei uns. Was hat er geschrieben? Der hat auch was geschrieben. Was eine ganze Ahnenreihe hat über die Jahrhunderte hinweg bei der Familie Haubi gearbeitet, sei es bei Patricia, Transocean oder sonstiges. Nur er ist leider seekrank und daher sucht er sich den Job an Land und hat sich deswegen bei uns beworben. Das ist in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass du bei uns irgendwie seekrank wirst hier bei Haubi Arts. Außer unsere Firma wird Schiffbruch erleiden, aber momentan sieht es nicht danach aus. Naja. Wie auch immer. Also, dann darfst du Entwickler unterstützen und zwar hier oben. Beziehungsweise, das ist höchst albern, das so zu machen. Dann springst du einfach hier oben mit rein. Ist ja genug Platz, ne? Also bitte. Ist ja genug Platz. So, die letzte Engine, die RPG. Haubi bekommt auch das neue Feature einverleibt. Isometrisch 2D, auf geht's.
Und dann läuft es. Mensch. Dann läuft es. Ja, und hier läuft es auch bei Dr. Earnhardt. Ich denke, mit dem nächsten Tick... Ja, mit dem übernächsten. Sind wir wahrscheinlich in der Gewinnzone. 10 Millionen ist er auf dem Konto bei Bayern Universalis. Plus unterm Strich. Das denke ich auch wichtig, ne? Unterm Strich. Mensch, Money verkauft sich nach wie vor. Ich hätte es nicht gedacht. Also dann nochmal 10.000. Komm. Nochmal 10.000 raus beim Tempel. Weg damit. Jetzt ist nichts mehr offen, genau. Wir haben 10.000 verkauft, keine offenen Bestellungen mehr. Da hätten wir noch einen kleinen Lagerbestand beim Lavi, wobei es jetzt schon deutlich zurückgeht. Bei Bayern Universalis geht es auch zurück. Das sollten wir vielleicht nochmal am Preis was machen. Ne, ist jetzt auch schon lang genug draußen, 25 Dollar. Da produzieren wir nochmal ein bisschen nach. Kommt nochmal 25.000. Ja, und dann war es das für heute, sehe ich gerade, wenn ich so auf die Uhr schaue. Ne? Die Forschung hier ist zu Ende. Der Paul Heilmann war wieder fleißig. Ja, komm, weißt du was? Eine ganz kleine Spieldesign-Geschichte machst du noch. Ja, eine ganz kleine. Und was macht ihr? Ihr macht noch ein kleines Update, bitte. Für Bayern Universalis das letzte Storyline, Levels und Objekte. Und dann hat es das hoffentlich. Und beim nächsten Earnhardt-Tick sind wir auch da im Plus. Haben wir noch Nachfrage beim Money? Ich glaube nicht, oder? Moment. Oh, 3.000 haben wir noch Nachfrage. Ja, komm, komm, was soll's. Komm, machst noch 5.000 beim Money. Und dann ist aber wirklich Schluss. Oh Mann. Also, Dr. Earnhardt hat es tatsächlich ins Plus geschafft. Was ein Fail. Wir hätten den Blödsinn selber publishen sollen. Da wäre, glaube ich, mehr hängen geblieben, aber gut. Man weiß es immer erst im Nachhinein, ne? Ihr hebt doch mal mit der Automatisierung auf, bitte. Weil wir werden an dieser Stelle die Kiste, denke ich, beenden soweit. Und da brauche ich keine offenen Jobs mehr. Nee. Und auch diese ganzen Programme hier, diese Fortbildungsprogramme, können wir dann, glaube ich, erstmal stecken. Ja, wir werden umziehen, Leute. Wir werden umziehen. Wir haben jetzt über 100 Millionen Cash. Heißt, wir können uns, denke ich, ja, verbessern. In ein neues Bürogebäude. Wir müssen derzeit im großen Lagerhaus. Ja, und wir könnten unsere Fläche verdreifachen. Allerdings kostet uns das 75 Millionen. Das ist fett. Das ist das drittgrößte Gebäude. Auf der anderen Seite müsste man jetzt kritisch hinterfragen, würde es sich lohnen, 36 Millionen zu investieren und dann sich von der Lagerfläche oder von der Bürofläche nicht mal zu verdoppeln? Nehme ich dann nicht gleich lieber ein bisschen mehr in die Hand? Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, ne? Dass wir hier in das gigantische Bürogebäude gehen. Dann hätten wir noch 25 Millionen übrig. Das würde locker reichen zum Herrichten und zum Spiel produzieren. Also ich werde tendenziell sehr stark hierfür. Na gut, wir werden sehen beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein bei Mad Games Tycoon. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.